Das Babylonische Reich. Anfang und Ursprung des privaten Briefs. Schon damals wurden Botschaften in Keilschrift auf Tontafeln verfasst. Und auch die Ägypter konnten das Wissen ihrer fortschrittlichen Kultur zur Nachrichtenübermittlung nutzen. Als Schriftträger verwendeten sie Papyrus. Die Methoden verfeinerten sich. Transport und Zustellung besaßen aus heutiger Sicht einen antiquierten Charme. Selbst das gefiederte Volk wurde zur Übermittlung ausgebildet. Durch die rasante Entwicklung unserer Gesellschaft ist diese Beschaulichkeit aber längst verflogen. Heute ist alles größer, schneller und effizienter. Unsere Kommunikation orientiert sich zunehmend an technologischen Standards. Die schnelle Vernetzung ist allgegenwärtig. Warum also heute noch Brief? Briefe erzählen Geschichte. Sie sind Zeitzeugen und bewahren die Schönheit unserer Sprache. In unseren Briefen leben wir weiter, bleiben in Erinnerung. Zeilen auf Papier verfasst, voll Poesie, Intimität und Empathie. Sind treue, greifbare Begleiter, schaffen beständige Nähe. Wenn wir schreiben, sorgen sie für besinnliche Momente. Briefe verbinden. Sie spenden Hoffnung und Trost, selbst wenn sie verblassen. Sie regen unsere Fantasie an und erhalten uns ein wenig Nostalgie und Romantik. Viele Geschichten sind noch zu erzählen. Also schreiben wir sie auf. Sorgen wir dafür, dass der Brief nicht endgültig im Museum liegt.